Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Fortnite-Update-Video. Spider-Man ist zurück in Fortnite und wir haben neue Skins im Item-Shop. Die neuesten Spider-Man-Skins sind am Start. Ich muss sagen, die schauen richtig geil aus. Ich habe mir natürlich auch schon einen gekauft und falls ihr euch selber einen Skin kauft, denkt dran, nutzt den Supporter-Creator-Code Fix im Item-Shop und dann unterstützt ihr mich damit. Dankeschön. Ich würde sagen, wir schauen in die Runde und schauen uns an, was alles neu ist und was noch drin ist. Let's go. So, Freunde, wir sind in der Runde drin und das Spider-Man-Item ist in Fortnite. Ich weiß, dass bei Slappy Shores ein Händler steht, der verkauft einem das Spider-Man-Item, aber ich habe einen geheimen Plan. Ich werde nicht direkt dort landen, sondern ich hole mir hier kurz ein paar schmackhafte Waffen, ein bisschen Loot und sowas. Und ich hoffe, dass ich eine Sniper finde, weil alle Idioten gehen dorthin, auf das Dach rauf und kaufen sich dann das Item und ich versuche die dann wegzusnipen. Das ist mein geheimer Plan. Keine Ahnung, ob der durchgeht oder nicht, aber wir werden sehen, ob ich es schaffe oder nicht. Junge, ich habe richtige Müllwaffen. Hallo? Bitte, gib mal gute Waffen. Fortnite. Komm, gönn den Sniper, bitte. Gib doch einmal in mein Leben einen Sniper, wenn ich sie brauche. Oder eine Rotpunkt wenigstens. Ja, nice, wir haben eine Rotpunkt. So, wir holen uns noch die Pump. Ja, okay, scheiß drauf. Das reicht. Wir gehen rüber, Leute. Oh, da hat jemand Webshooter. Ich könnte theoretisch einfach die Leute abstauben, die die Webshooter schon haben, ne? Wie ihn hier zum Beispiel. Ja, lande auf dem Dach. Ah, lande doch oben, du Trottel. Cracked. Stimmt. Down. Da vorne ist noch einer. Hier ist noch einer. Junge, wie viele kaufen sich das Item? Ich habe ihn tot, glaube ich. Aua. Ja, okay. Ich hole mir da vorne den Map-Shooter. Ich muss sagen, es hat sich echt wenig verändert mit dem Update. Es sind keine neuen Waffen drin. Es gibt immer noch alle anderen alten Waffen und so. Okay, keine Ahnung, was seine Mission war. Und es gibt auch noch 3D-Apparat. Es gibt noch das Schwert. Jetzt gibt es auch noch den Web-Shooter. Also das ist super crazy, was hier abgeht. Wir haben so viele Movement-Items. Ich glaube, noch nie in Fortnite-Geschichte waren so viele Movement-Items drin, wie gerade eben. Wir haben einen Spider-Man-Web-Shooter. Let's do this. Okay, und ich habe einen geheimen Plan. Mal schauen, ob er noch aufgeht. Mann, ich will da hoch. Wo ist der NPC, Leute? Hat hier jemand umgebracht? Normalerweise steht der auf dem Dach da oben drauf, ne? Normalerweise steht der hier oben auf dem Dach drauf. Hier gibt es auch nochmal Spider-Man-Handschuhe. Und ihr seht schon, wie es hier abgeht, ne? Hier sind so viele Leute drin. Nice, abgestaubt. Schöner Double-Kill abgestaubt. Da hinten ist auch noch rumgeballert. Ah, schade, das war der Baum. Okay, ich keine Ahnung, der NPC ist anscheinend gerade verschwunden. Aber ist nicht so schlimm. Wir holen uns erstmal ganz kurz den Loot da unten. Ja, Leute, ich finde, das Update ist ein kleines bisschen enttäuschend. Also ich hätte echt gedacht, dass mehr reinkommt, dass vielleicht ein paar andere Waffen rausgenommen werden oder so. Oder dass zumindest 3D-Apparat rausgenommen wird, weil das Spider-Man-Item ist eigentlich wie das 3D-Manöver. Aber man kann halt nicht angreifen damit. Moin! Wer bist du denn? Aber das Spider-Man-Item hat auch einen Vorteil dem 3D-Manöver gegenüber. Und zwar kann ich mich schwingen. Hier zum Beispiel rüberschwingen zu dem Kumpel. Und in der Luft schon anfangen zu schießen. Und das ist halt schon richtig nice, ne? Okay, wir haben ein paar Kills gemacht. Safe Call ist noch irgendjemand in der City drin. Wir gehen auch nochmal zurück und holen uns nochmal komplett volle Aufladung von dem Spider-Man-Ding. Das Schlimme ist aber auch, 3D-Manöverapparat muss man nicht so genau zielen. Mit dem Spider-Man-Item muss man schon relativ genau zielen, wo man sich festhalten will. So, ich glaube hier oben drin in dem Dach. Da ist einer. Moin, Spidey. Da ist der Bot gewesen. Ich pushe den jetzt nicht. Wir holen uns lieber neue Aufladung. Zack, wie viel hat man insgesamt? Oh, 80 Schuss hat man insgesamt. Ist schon relativ viel. Ich weiß nicht, ob das genauso viel ist wie beim 3D-Apparat. Aber 80 Mal kann man sich schwingen. Und dafür ist es echt nicht schlecht, ne? Und was droppt eigentlich der NPC, wenn man ihn killt, frage ich mich. Okay, nur eine Pump. Und sonst nichts. Hey, ich sehe deine Schulter. Ich sehe immer noch deine Schulter, Bro. Was machst du denn?
Hä, wie komplett verloren der war. Okay, der NPC droppt Pump, aber keine Spinnennetzschießer, wie es aussieht. Und der ist weg. Der kommt auch nicht wieder. Normalerweise gespawnen die NPCs dann wieder, aber der ist anscheinend dann direkt weg. Auch gut zu wissen. Okay, Leute, wir haben 8 Kills. Wir müssen jetzt natürlich mit unserem Spider-Man-Ding hier die Runde gewinnen. Okay, ab in die Zone. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass hier noch jemand steckt, ne? Da ist er. Oh, Spidey! Spidey, du hast ein dickes Problem, Bro! Es tut mir leid. Ich bin der bessere Spider-Man. Oder auch nicht. Oha, der haut ab. Okay, weißt du was? Ich kenne da nichts. Hinterher. Okay, der Spider-Man-Schießer ist echt schwierig zu bedienen. Okay, ich lasse ihn laufen, ist mir egal. Der ist mir zu tryhard, den jetzt da rauszuholen. Aber der ist echt schwierig zu schießen, um damit irgendwie ein bisschen Höhe zu gewinnen oder so, finde ich. Und der Cooldown ist auch ein bisschen nervig, aber das müssen die reinmachen, sonst kann man sich die ganze Zeit wegschwingen. Whee. Ja, haben wir hier noch. Da vorne ist jemand. Abgebrochen. Boah, ich habe richtig lang Cooldown, ne? Hallo. Snipe. Krieg ich. Ey, bleib stehen. Ey. Ich bin der einzig wahre Spider-Man. Nice one, let's go mit dem Headshot. Ja, mit der Krone. Ja, Leute, aber mehr gibt's eigentlich zum Update auch nicht zu sagen. Ich hab dich gesehen, Digga. Oh mein Gott. Mehr gibt's zum Update nicht zu sagen. Es sind nur die Spider-Man-Schießer reingekommen, die neuen Skins und das war's. Alle anderen Items sind noch drin. Alles, was davor drin war, ist noch da. Ich habe nichts mitbekommen, was verändert worden ist. Leute, wir haben 10 Kills. Wir könnten theoretisch eine 20-Bomb fetzen, wenn wir viele Gegner finden würden. Da ist noch einer. Man hört das Schwingen auf jeden Fall, bevor man die Leute sieht, mit Soundeffekte visualisieren. Hat noch jemand geschossen? Oh mein Gott. Nice, let's go. Der konnte zum Glück nichts. Hab dich, du bist tot. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich finde das Schwert auch besser als das Spider-Man-Schwinger. Weil mit dem Schwert, keine Ahnung, kriegst du keinen Volldamage, wenn du in Luft abgeschossen wirst. Kannst Leute besser pushen, es lädt sich auf, es geht nicht kaputt und so. Das Schwert ist schon um einiges stärker. Nice. 3D-Apparat gibt's noch, jo. Oh, oh, moin. Du willst mich snipen? Nee, nee, Alter. So nicht, Kollege. So nicht. Schaut damit der Sniper auf mich, Alter. Okay, wir haben 2 Gegner noch oben. Vielleicht können wir uns da schnell einmischen. Hallo? Ich will doch hier nur drauf. Zack. Moin, Meister. Ich hab ihn abgebrochen. Jetzt zieht durch. Weiß nicht, ob er nochmal hochkommt. Oh mein Gott! Fast gestorben. Ich sehe nicht. Er hat die Lasergun. Und der hat sich in Slurpee reingefetzt, 100%. Ja, wie er Angst hat. Wie er Angst hat. Und erstmal ins Rift geht, ne? Ja, ja, Kollege Turnschuh, ich sehe dich. Ja, der ist komplett durchgezogen. Okay, Chat, ich habe nur noch 40 Spider-Man-Schwinger. Ey, das ist der Typ, den ich gerade abgeballert habe. Vielleicht kann ich ihn nochmal abballern. Boah, richtig schöne Hits. Push drauf. Durch mit dem Schwert. Nochmal einen schönen Hit. Cracked. Down. Let's go. Und da ist noch einer. Nein. Oh, der ist so low. Komm, ich brauch Ding. Nach der Aufnahme. Hab dich, Bro. Let's go.
Baby. Yo, Pro-Partner, danke schön für die 10-Euro-Donation. Jetzt bist du im Video. Grüß dich. Oh mein Gott, ich bin im Finale, Leute. Wir müssen den letzten auf jeden Fall holen. Aber nochmal kleines Fazit zu dem neuen Update. Die Skins sind geil. Ich habe mir die alles selber gekauft. Natürlich mit dem Creator-Code Fix. Aber die Änderungen sind nicht so krass. Wer hat das 3D-Manöver? Wo zieht er denn hin? Junge, er rennt einfach komplett irgendwo hin. Er zieht durch. Hab ihn abgebrochen. Wo bist du? Bro, wo bist du? Junge, der spielt so auf Nummer sicher, ne? Geh rüber mit meinem Spider-Man. Oh mein Gott, nein! Er holt mich, Bro! Oh Mann, GG's. Naja, sei ihm gegönnt, Leute. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben und ein Abo da und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das neue Spider-Man-Update findet. Und denkt dran, wenn ihr euch was kauft im Item-Shop, benutzt den Creator-Code-Fix. Bis dann, tschüss!